Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Xenogears! Entgegen meiner Ankündigung, oh hier ist der Eingang, habe ich seit der letzten Episode, geh ins Menü verdammt nochmal, danke, habe ich seit der letzten Episode Faye noch ein bisschen weiter trainiert, weil er auf Level 10 seine zweite, wie nennt sich's, Skill, seinen zweiten Deathblow lernt, und zwar Senretsu, der 5 Aktionspunkte benötigt, und auf Level 10 bekommt man den 5. dazu. Und er lernt eine weitere Fähigkeit, Inner Healing. Also diese Spezialfähigkeiten der Charaktere, ist so einfach, wie man es sich denkt. Sie lernen sie auf höheren Leveln dazu. So, Citan bleibt so, wie er ist, weil er gefällt mir so, wie er ist. Na, nicht wirklich, aber ich möchte es mit dem Level-Grinding jetzt hier nicht übertreiben. Und solange ich noch so vorwärts komme, habe ich mir gedacht, ich mache es nur jetzt in diesem Fall einmal einfach wegen der Deathblows. Ist das Dazil? Ja, das ist richtig. Die Wüstenstadt Dazil. Ich habe übrigens mir für diese Episode noch kein Skript gemacht, einfach... Es ist Sonntagabend. Diese Stadt ist lebendig. Eine Stadt, die nie schläft, weil das Licht in diesem Spiel nicht ausgeht. Dies ist das Zentrum aller Ausgrabungen von AW. Die Leute kommen vom ganz über Ignas und versuchen hier Ressourcen, die vergraben sind, innerhalb der Ruinen zu finden. Wir sollten in der Lage sein, rauszufinden, was sowohl AW als auch Kislev vorhaben. Außerdem sollten wir die Dinge zusammen suchen, die wir benötigen, um Weltall zu reparieren. Weltall reparieren? Oh, da braucht man aber ziemlich viel kosmischen Staub! Wir müssen die kaputten Teile auswechseln, um Weltall zu reparieren. Auf andere Weise wird er nicht in der Lage sein, richtig zu funktionieren. Hier gibt es eine Ethos-Werkstatt im südlichen Teil der Stadt. Lass uns dorthin gehen, Faye. Ich glaube, ich spreche ihn irgendwie zu dunkel, oder? Yeah, okay, Doc. Uff, uff. Entschuldigung, es ist gerade mir durchgegangen. Lass uns diesen Ort hier checken. Check, 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 check. Ich sollte schnell laufen. Ihr wisst ja jetzt in etwa, wie viel Arbeit ich in so einer Episode stecke, und da schon relativ spät ist gerade. Und ich morgen auf Seminar bin und spät wiederkomme und trotzdem eine Folge hochladen möchte, werde ich hier relativ schnell durchlaufen, sage ich jetzt mal gerade. Das ist übrigens der Ethos, die Ethos-Werkstatt. Meines Wissens nach zuvor gibt es ja auch keine irgendwelchen Gegenstände, die man irgendwie sich einsacken kann. Alles unter Kontrolle hier, alles. Lass ja nichts ungesehen hier rumstehen. Alles hier überwacht. Alles mit Videokameras, mit Spürhunden, mit Chocobo-Schwänzen. Was ist das denn? Ein Dreifinger-Greifarm oder was? Sieht das hier übel aus. Ich hasse Werkstätten. Ich hasse Werkstätten. So, pfui, bah. Wow, das ist also eine Ethos-Werkstatt. Hä, Doc? Ja, eine Ethos-Werkstatt sind eigentlich nur hier offiziell da. Es sind die einzigen offiziellen Möglichkeiten, Gears zu reparieren. Lass uns mal sehen, ob wir die Teile hier bekommen können, um Weltall zu reparieren. Wie sie sagen, Zeit ist Geld, also sollten wir alles tun, um es schnell möglichst durchzuführen. Oh, Grafikfehler? Ich bin in Citan und Citan fährt Zitrone, Ding Dong. Nicht wirklich. Wie kann ich euch helfen? Tut mir leid, dass wir euch belästigen. Unser Gear ist kaputt gegangen, also würden wir gerne ein paar Teile kaufen, um ihn zu reparieren. Nicht viel Glück, was? Kannst du mir vielleicht erzählen, was für Teile ihr braucht? Ja, wir hoffen, dass wir ein X39-Modell Injektionsumgehungsschaltkreis ersetzen können. Was? Ein X39-Modell Injektionsschaltkreis? Was 3.39, wie hieß das? Gigawatt? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe den Film jetzt lange nicht mehr gesehen. Das wird doch nur benutzt, um die neuesten militärischen Modelle instand zu setzen und überhaupt zusammenzubauen. Wir haben sowas hier nicht in unserem Lager. Da könntet ihr nur spezielle Teile erhoffen, solche speziellen Teile erhoffen, wenn ihr wirklich im Ethos Hauptquartier eure Bestellung aufgebt. Diese Werkstatt ist nur für die Reparatur von zivilen Gears. Ich verstehe. Tut mir leid, dass wir euch belästigt haben. Tut mir leid, dass wir euch nicht helfen können. Oh, alle so freundlich. Gast mir euch aus dem Weg. Ich meine, geht aus dem Weg. Alle so freundlich hier, wenn sie aus dem Weg gehen würden. Ja, es gibt auch Leute, die hören sich gerne an, wenn ich hier versuche, so ein bisschen Pseudo zu übersetzen. Und deswegen freuen sie sich wahrscheinlich auf diese Folge hier. Doc, hast einen Moment. Ich muss mit dir reden. Alles klar. Ja, natürlich, Faye. Denn dieses Spiel besteht aus Dialog. Es ist Dialog. Es ist ein Buch mit Bildern.
auch genannt Comic. So, Faye, über was möchtest du mit mir reden? Nun, Doc, es ist wegen Weltall. Wir können die Teile nicht finden, die wir brauchen, um ihn zu reparieren, richtig? Also sollten wir ihn nicht reparieren. Ihn nicht reparieren? Was ist das Problem, Faye? Nun, wir sind bisher auf eigene Kraft hier nach Dasel gekommen. Also zeigt es nicht, dass wir Weltall nicht brauchen, wie wir vorher dachten? Außerdem denken wir, dass wir... Außerdem könnte es ja sein, dass sich die Lage in Lahan wieder abkühlt und dann könnten wir dorthin zurück und helfen, die Stadt zu reparieren, beziehungsweise das Dorf. Das ist alles, was ich momentan denken kann. Ich verstehe. Wenn es das ist, was du willst, dann ist es okay. Aber wir sollten Weltall versuchen, von dort wegzubewegen und so weit weg wie möglich. Ihn wegzubewegen? Aber warum das denn, Doc? Es ist nur Spekulation, aber ich denke, dass dieser Vorfall, der einst geschah in Lahan, dass die Geblers Spezialkräfte diesen Kislev Militärgear gestohlen haben. Also Weltall. Spezialkräfte? Du meinst Ellis Gruppe? Genau. Als ich den kaputten Gear im Dorf inspiziert habe, habe ich realisiert, dass der Gebler-Pilot oder dass ein Gebler-Pilot diesen Kislev-Gear pilotiert hat. Es muss also etwas mit neuer Technologie zu tun haben, wofür die Kislev-Army Verfolger für diese Technologie, um diese Technologie zu rauben, ausgesandt hat. Ich hoffe, es ist ersichtlich, was ich sagen will. Neue Technologie? Farbfernsehen. Ich denke, dass die Gebler-Streitkräfte ausgesandt wurden, um einen neuen experimentellen Gear zu stehlen. Ich bin sicher, dass diese Neuigkeiten des Versagens der Spezialkräfte die Hauptstadt bereits erreicht haben. Sie werden die Lage inspizieren bei Lahan und versuchen, verloren gegangene Teile wiederzuerlangen. Und das betrifft auch diesen Gear, wenn sie ihn finden können. Wart mal eine Sekunde, Chef. Heißt das nicht, dass Kislev Army... Moment. Die Kislev Army ist doch auch noch in Lahan. Sehr wahrscheinlich. Und in diesem Fall wird es einen Konflikt zwischen der AW-Inspektionseinheit und den Kislev-Verfolgungstruppen geben. Wenn sie auch noch den versteckten Weltall finden sollten. Oh la la! Die Armeen werden über Weltall kämpfen. Und das wird in der Nähe von Lahan sein. Oh mein Gott! Ja, und um diese Probleme zu beseitigen, sollten wir Weltall irgendwo in Andersbin wegbewegen. Aber wir können ihn nicht reparieren, um ihn zu bewegen. Wir können unsere Hintern nicht bewegen. Richtig. Aber es wird nichts lösen, wenn wir hier bleiben. Glücklicherweise ist dies das Zentrum aller Ausgrabungsarbeiten in diesem Land. Es muss hier irgendwelche Informationen geben, wo wir Teile finden können. Außerdem ist die Gefahr, die Furcht öfter schlechter als die Gefahr selbst. Also sollten wir nicht uns von unseren Ängsten zurückhalten lassen. Halleluja, dafür nicht mehr doch ein Skript basteln sollen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, liebe Freunde. Ich vermisse gerade eine Karte. Okay, damit die Unterhaltung jetzt hier gerade, wie heißt es? Hinter uns gebracht haben, steht hier ein Buggy. Das ist ein Sandbuggy. Das ist es, Faye. Ich habe eine gute Idee, wie wir die Teile für Weltall, die wir brauchen, zusammenbekommen können. Zuerst müssten wir herausfinden, wer diesen Buggy verleihen könnte. Sandbuggy? Come with me for fun, was my buggy? Ja, ein Sandbuggy ist ein spezielles Auto, welches für die Wüste gemacht wurde. Seine Reifen sinken nicht im Sand ein, also ist es für lange Reisen durch die Wüste geeignet. Okay, Doc. Was planst du mit diesem Sandbuggy zu tun? Nun, überlass das mir. Warte nur eine Sekunde und schau zu. Nein, ich warte nicht eine Sekunde, weil wir hier ins Nebengebäude müssen, weil augenscheinlich sitzt hier der Verleiher. Hallo, Verleiher. Ich habe euch vorher noch nie gesehen. Wollt ihr diesen Sandbuggy auch ausleihen, hä? Richtig, das ist es. Könnten wir den jetzt gerade ausleihen? Natürlich. Die Schlüssel stecken noch in der Zündung. Ihr könnt ihn nun mitnehmen. Oh, gut, dann werde ich das mal tun. Faye, ich werde in die Wüste fahren und nach Teilen für Weltall suchen. Du fährst in die Wüste, Doc? Hast du vor, irgendwelche Ruinen umzugraben oder was?
Nein, wie kommst du denn auf diesen Gedanken, Fee? Kislev und Ave Armin konfrontieren sich gegenseitig in der Wüste die ganze Zeit über. Und es gibt Gespräche, dass ihre Kräfte oder ihre Kräfte auf Teile aus dem Kampf, also dass halt Teile da herumliegen, die von den Gears abgefallen sind oder so ähnlich. Und die liegen über den Ruinen verstreut. Und was hat das mit dem Gear zu tun? Nun, wenn ich diese Schlachtfelder absuche nach irgendwelchen abgewrackten Armee-Gears, sollte ich in der Lage sein, Teile zu finden, die wir brauchen. Außerdem ist Quelda ein Kislev-Gear, also brauchen wir Teile von Kislev-Gear. Aber, Faye, du bist so ein Besorger. Also, du besorgst es mir nicht, aber du besorgst dir Sorgen. Dinge müssen sich selbst erledigen. Oder so ähnlich. Du solltest dir nicht so viele Sorgen machen. Warum vertreibst du nicht die Zeit in der Bar, bis ich wiederkomme? Bitte keine Übersetzungshinweise, außer für den Fall, dass ich so große Fehler gemacht habe, dass man sie nicht, dass ich irgendwelche Story-Hinweise damit verdecke oder so. Doc. Also an DK und Kommentator. So Zeit, sich die Zeit zu vertreiben, in der Basis einlaufen zu lassen, hä? Du wirst ihn doch nicht alleine gehen lassen, oder? So viele Kämpfe brechen in der Wüste aus. Es ist ein wirklich gefährlicher Ort. Ich habe gehört über eine Gruppe von Piraten, die herumfahren in einem Sandcruiser und Leute angreifen. Du solltest ihn wirklich nicht da draußen alleine lassen. Oh mein Gott! Wer darf erstmal aus dieser Tür rausgehen? Wir müssen Citan verfolgen, damit er nicht in die Fänge von Sandpiraten gefolgt oder irgendwas wird. Ich warte ja noch auf Kommentare. Ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung, oder? Ja, ich gehe in die falsche Richtung. Von irgendwelchen Mitkommentierern, die irgendwas, welche Star Wars-Referenzen zu den Sandleuten machen, obwohl das, glaube ich, schon passiert ist. Wir machen einen ganz kurzen Schnitt wegen der Zeit und zu speichern und dann sehen wir uns gleich wieder. Bei dem ganzen Übersetzungsschmarrn, den ich hier veranstalte, geht mir irgendwo die Zeit flöten. Muss ich gerade ganz ehrlich sagen. Oh! Oh, es sind Frogger-Gears! Yay! Hofft mir, dass sie nie über einen Fluss mit Baumstämmen springen müssen. Ich will auch so hüpfen können! Was sind das denn? Sind das Ave-Gears? Ich mache mir Sorgen über den Doc. Oh nein, er besorgt sich's wieder. Und zwar Sorgen, natürlich. Ich denke, ich sollte diesen Gears folgen. Also werden wir das tun. Ach, leider Gottes kann man nicht mit Knöpfen diese Dinger auseinanderstellen. Okay, den Kampf hatten wir schon mal. Bis gleich. Ja, hier in der Wüste sehe ich gerade nicht, wo ich lang muss. Ach, ich hasse. Das hasse ich so ein bisschen dran. Man müsste nämlich den Gears folgen, damit wir auch an die richtige Stelle kommen. Und die Perspektive ändert sich andauernd. Das ist übrigens auch der Grund, wo bin ich denn bei Abilities, weswegen ich Faye auf Level 10 hochgepusht habe, damit er seine Selbstheilungsability lernt, weil der Doc ist nicht da, um uns zu verarzten. Das müssen wir leider Gottes selber erledigen. Nee. Wie weit ist Doc denn noch gegangen? Ich habe die Sicht über diese Gears verloren. Die Gears aus den Augen verloren, meine ich. Was passiert? Das muss eine riesige, motorbetriebene Wolke sein. Oh mein Gott! Ist es dieses Luftkampfschiff? Ich habe das Luftkampfschiff übersetzt? Wie war das? Aerial Battleship? Nee, ich habe das Flugkampfschiff genannt, glaube ich. Naja, egal. Was ist das? Independence Day? Halleluja! Das sieht ja fast aus wie eine Raumstation in einer Barriere. Oder in ihrem eigenen Sandsturm? Keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht. Was zum Teufel ist das für ein Ding? Und noch mehr Wüste. Und noch mehr Springgears. Eine andere Einheit? Sind sie in die gleiche Richtung unterwegs, wohin die fliegende Untertaste unterwegs ist? Ich sollte ihnen vielleicht besser folgen und nicht wieder so einfach aus dem Sichtfeld fliegen lassen. Nein! Halleluja! Der Kampf hat einen Ressourcen gezwirbelt und ich hoffe, ich bin gerade immer noch in die richtige Richtung unterwegs. Wie leibend ist es denn noch? Ich habe doch die Gears schon lange aus den Augen verloren. Und trotz dessen, dass ich so viele Erfahrungspunkte bekomme, hat Faye immer noch kein Level up. Das dauert lange. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig gelaufen. Hat diese Wüste jemals ein Ende? Es wird bald dunkel. Und ich muss mich auch noch besser beeilen, also. Es wird ziemlich oft in diesem Spiel dunkel. Also relativ schnell dunkel. Obwohl es keinen Tageszyklus hat. Yay, Motorräder!
Das müssen spezielle Motorräder sein, dass sie durch hier einfach so durch den Wüstensand kommen. Was ist denn hier los? Gears, fliegende Untertassen und nur noch diese Typen? Ich hoffe, der Doc ist in Ordnung. Hä? Ching-pow! Saß da überhaupt jemand drauf? Na gut. Es tut mir leid. Ich werde mir das nur für eine Weile ausleihen. Brumm, 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 brumm. Genau, mach einen Wheeler. Hey, warte! Der sah aus wie ein Kondom. Und das sah nicht gesund aus, wie Faye damit rumfährt. Aber egal, er scheint anzukommen. Yay, Action Stunts hin! Alarm für Cobra Future! Und es ward dunkel. Ich glaube, ich mache hier aus eine längere Folge. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich möchte nämlich zu einer bestimmten Stelle kommen. Brumm, brumm. Hä? Was ist hier? Ach du liebe Güte. Oh oh, das sind zwei große Knaben. Auch wenn sie nur ein Auge haben, was schön funky leuchtet. Besser, wir fliehen. Oh, du meine Güte. Denn wir wissen ja spätestens seit dem Ranker-Fight, Gegner, die größer sind als wir, sind böse. Was ist los mit euch, Jungs? Überreagiert ihr nicht ein bisschen nur, weil ich euer Motorrad gestohlen habe? Ja, ja, ja. Sie haben überreagiert und sind umgekippt, weil ihnen das aufs Herz geschlagen ist. Ah! Huh. Ist das Weltall? Wie zum Teufel hat der Doc es geschafft, so schnell Teile zu sammeln, wieder zurückzufliegen, ihn zu reparieren und hier hinzubringen? Das macht keinen Sinn! Faye, ich habe überall nach dir gesucht. Schon wieder! Doc, bist du in Ordnung? Ja, natürlich. Hä? Sieht so aus, als hatten wir keine Zeit zu reden. Oh oh, sie stehen wieder auf. Faye, schnell! Schnell und dann was? Ich kann Weltall nicht so gut benutzen. Nur du kannst dein volles Potenzial entfalten. Beeil dich und schimpf an Bord. Okay. It's time to boss fight! Naja, wenn man das denn so nennen möchte. Ich bin mir immer noch nicht so ganz bewusst, wie die, Gearfights genau funktionieren. Man kann einen einzigen Angriff erledigen, aber durch irgendwelche Umstände kann sich so ein Attack-Level auf leveln, sag ich jetzt mal. Da steht unten Attack-Level 1. Ich kann jetzt sozusagen, wenn ich es benutzen wollen würde, eine Art Combo starten, die dadurch freigeschaltet wird, dass ich mit Faye schon Deathblows erledigt habe. Und denke, ich werde es jetzt einmal demonstrieren. Ich greife damit mit der Initialattacke für den entsprechenden Deathblow an und kann jetzt, wird angezeigt, mit einem zweiten Kommando die entsprechende Combo ausführen. Ich mache jetzt mit Lila weiter und dadurch mache ich mächtig Schaden. Dadurch wird das Attack-Level aber wieder runtergesetzt. Benutze ich diese Combo nicht, kann sich das Attack-Level weiter aufladen auf Level 2 bis Level 3. Und ich glaube, darüber hinaus noch irgendwie gibt es einen Hyper-Modus oder einen Infinity-Mode, wo ich aber nochmal nachgucken muss. Ich weiß nicht warum, aber ich habe sie geschlagen. Was? Wer war das? Der Felsen. Oh mein Gott! Der Mond ist blutrot und wir haben einen Mann in Schwarz. Dein heißes Blut begiert nach dem Kampf und er ist doch immer ungezähmt, wie ich sehe. Doch um was für einen Mann handelt es sich hier? Und werden wir ihn besiegen können? Erfahren wir es in der nächsten Folge von Let's Play Xenogears. Bis dahin wünsche ich euch einen besten 3. Ich euch einen schönen Abend. Ciao.